So, nach einigen Ruckladen geht's weiter im Minispielmodus Part 2.0. Jetzt mit dem galaktischen Ballwechsel. Und das zocken wir jetzt einfach mal mit dem Gaunerbruder von Wario. Waluigi, das ist ein defensiver Spieler. Und ab zum ersten Level. Funkelnde Sterne. Ich will Waluigi aus, weil ich mit dem einfach am besten dieses Minispiel zocken kann. Sonst finde ich ihn lame. Galaktischer Ballwechsel. Halte einen Ballwechsel mit dem Luma aufrecht. Aber Vorsicht, der Platz hat Löcher. Interessant. Wir sind also wieder in der Kometensternwarte. Es ähnelt natürlich alles der Galaxie-Arena des finalen Cups. In der Kometensternwarte. Und auf jeden Fall ist es hier unser Ziel. Wir haben wieder drei Leben, drei Tennisbälle, wie ihr unten links sehen könnt. Und oben steht jetzt 11 von rechts, jetzt 12 von 6. 30. Hä? Auf jeden Fall. Und diese Anzeige geht immer hoch, wenn wir einen weiteren Doppel hier mit Luma gespielt haben. Das heißt, wir müssen so lange durchhalten. Und so lange darf der Ball nicht in diese Löcher fliegen, die immer wieder entstehen an der Stelle, wo wir den Ball geschlagen haben. Und gleichzeitig können wir hier mit diesen bekannten, ja, Stern, wie soll man sie nennen, Sternringen, ziemlich viele Münzen für den Itemshop ergattern. Also das ist ungefähr das Minispiel, wo man am meisten Coins bekommt für den Itemshop, aber auch gleichzeitig das Schwerste. Und jetzt haben wir es geschafft mit Waluigi. Und das finde ich mal ganz strange bei seinem Jubel. Boah, ihr seht, wir kriegen ganze 525 Münzen. Und im Highscore-Modus kann man da schon bis zu 3000 bekommen. Also das da mit Highscore. Und ihr habt gesehen, ganz komisch da mit seinen Augen, was da abging. Spielen wir nochmal das zweite Level. Jo, wir tun's. Ab zum Silber-Medaillen-Level. Also, egal. Leuchtende Sterne heißt das Ganze. Und jetzt sind es schon ganze 50 Returns, sagen wir einfach mal, statt Doppel. Ist dann ja mit zwei Spielern. Wieso ich gut mit Waluigi spielen kann, der ist lang, der ist gelenkig. Ja. Sonst finde ich ihn schon gesagt sehr, sehr lame. Das Ganze spielt man hier halt mit Luma. Gegen Luma. Man kann ihn da einfach, man kann ihn. Jetzt haben wir zum Beispiel mal gefailt. Jetzt haben wir ein Leben weg. Und das ist in den schwarze Loch gefallen. Das wir auch aus Super Mario Galaxy kennen. Also die meisten, denke ich mal. Und auf jeden Fall Luma, dann bekommt man erst später mit, dass man genau in diesem Minispiel Luma freischalten kann. Aber dazu kommen wir noch in einem späteren Part, in dem ich alle Sachen vorstelle, die man freischalten kann. Also an Charakteren und weiteren Curls. So, wir sollten das jetzt eigentlich noch schaffen bis zur 50. Das wäre schon ein bisschen peinlich, weil danach kommt nochmal das Gold-Level. Das geht, glaube ich, bis 100 und danach nochmal der Highscore-Modus. Da habe ich hier auch mal, sobald man es, am Anfang ist vielleicht sehr schwer für Anfänger. Nur wenn man da einmal drin ist, kann man da so irre fette Highscores erstellen. Also meiner liegt bei 3000 Coins und hier muss man jetzt, ihr seht, jetzt gehen gleich zwei weg. Da muss man also manchmal nur hier Stoppbälle schlagen. Und irgendwann ist auch nur noch ein Feld, also gehen gleich drei Felder weg nach jedem Schlag. Und 250 Schläge, glaube ich, waren es so bei mir im Highscore. Und somit wäre das ja auch geschafft. Bewerkstelligt. Und jetzt schon ganze 96 Münzen, also fast 700. Strahlende Sterne haben wir freigeschaltet, gehen aber zum nächsten Minispiel. Eines der langweiligsten, wie ich finde, das Tinten-Piranha-Training. Jetzt wieder mit unser Funky Kong Mi. Im Mario-Kostüm. Mit dem ersten Level. Namens freche Piranha-Pflanzen. Jo, Tintenpiranha-Training. Schlage die ausgespuckten Bälle zurück. Triff die Tintenbälle, sonst wird der Bildschirm schmutzig. Jo, wir haben hier drei Tintenpiranha-Pflanzen, die in Super Mario 3D Land neu waren.
die einem dann immer Tinte auf die Linse gesprüht haben. Besonders in den Höhlenleveln. Und die sind jetzt hier zurück. Immer keine Ahnung. Und man muss auf jeden Fall für Tintenpiranha-Pflanzen typisch spucken sie Tintenbälle aus. Wehrt man diese nicht ab, verliert man kein Leben, aber dafür wird der Bildschirm schwarz und dann ist die Chance hoch, dass man beim nächsten ausgespuckten Ball einer Tintenpiranha-Pflanze ein Leben verliert. Man hat ja auch hier, wie schon gesagt, 3 Leben. Ich kann es euch gleich mal zeigen, wie das mit Tinte aussieht. Auf jeden Fall, hier werde ich euch sowieso nur das erste Level zeigen. Das dauert hier ein bisschen zu lang und ich finde es auch langweilig, wirklich. Mein Gegner, ja, und ich muss hier halt immer die Returns schaffen. Die würde ich immer mit einem starken Charakter und einem schnellen machen und besonders eigentlich immer Topspins schlagen. Auf jeden Fall, Peach behindert das Ganze auch, nur die ist nur ziemlich lame. Am Ende kommen dann da immer größere, kraftvolle Charaktere hinzu, also noch Donkey Kong und später halt auch noch der böse Bowser. Und ihr seht, die Tintenbälle werden auch so geschlagen wie normale Schläge. Also der hohe eben, das war sozusagen ein Lob als Tintenball. So, den lasse ich mal durch. Das ist 1:1. Wow. Ihr seht, das kann echt behindern. Das ist 1:1. Die Tintenanimation aus Super Mario 3D Land. So, noch 7, dann ist es geschafft. Und gleich der nächste Minispiel-Modus-Part ist beendet. Und dann fehlen nur noch 2 Parts. Einmal der Online-Match-Part. Den wollte ich aber heute eigentlich aufnehmen, da gab es ein paar Schwierigkeiten. Also ich hatte den Freundescode nicht, es hat erstmal auch nur einer zugesagt. Aber das kann man ja alles nachholen. Und danach, wie schon gesagt, noch ein Part, in dem ich alle Sachen, freischaltbare Kürze und freischaltbare Charaktere zeige. Jo, das war's dann auch wieder mit dem Minispielbad. Wir kriegen ganze 400 Münzen. Schalten das zweite Level hinterhältige Piranha-Pflanzen frei, ist mir aber auch jetzt egal. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in den 2 finalen Parts wieder. Also, danke fürs Ansehen, Freunde.